Yard? Hanvers, mein Name. Ich würde gerne mit Mr. Sinclair sprechen. Oh, das tut mir leid. Mr. Sinclair ist gerade in einer Besprechung. Um was geht es denn? Es ist wichtig. Sagen Sie ihm meinen Namen. Er kennt mich. Einen Moment, bitte. Vater Hanworth? Entschuldigen Sie die Störung, Mr. Sinclair. Aber nicht doch. Wo brennt's denn? Können Sie nach Upfield kommen? Wann? Jetzt? Ja. Was ist passiert? Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte sein, dass ich hier auf einige Vorzeichen aus der Offenbarung des Johannes gestoßen bin. Sie meinen die Apokalypse? Ja. Die klassische Apokalypse, so wie sie in der Bibel beschrieben wird. Ich bin in 2 Stunden bei Ihnen. Dienstag, 21.13 Uhr, Upfield. Mr. Sinclair, endlich. Es ging leider nicht schneller. Bitte, kommen Sie herein. Danke. Bitte setzen Sie sich. Ja, danke. Möchten Sie etwas trinken? Nein, ich... Was war das? Am besten erzähle ich Ihnen alles von Anfang an. Natürlich. Legen Sie los. Es geht um einen alten Freund, den ich seit meiner Zeit als Student in Bellevue kenne. Pater Emilio Zagallo. Wir schrieben uns regelmäßig, telefonierten sogar von Zeit zu Zeit miteinander. Vor einigen Jahren war Emilio dann dem Ruf eines spanischen Klosters gefolgt, das weit oben in den Pyrenäen liegt. Zunächst blieb alles beim Alten. Er erzählte in seinen Briefen, dass ihm die Arbeit dort oben gut gefiel. Doch dann, vor etwa einem halben Jahr, berichtete er, dass sich die Mönche der Abtei auf eine merkwürdige Art und Weise verändert hätten. Verändert? Ja, er schrieb, das ganze Kloster wäre zu einem Hort des Schweigens geworden und dass sich ein Schatten über die Seelen seiner Brüder gelegt hätte. Was genau meinte er damit? Ich weiß es nicht. Und anfangs maß ich seinen Worten keine allzu große Bedeutung bei. Doch dann brach der Briefkontakt zu ihm plötzlich ab. Ich erkundigte mich beim Abt, ob Emilio vielleicht krank geworden wäre, doch man sagte mir nur, dass er an einem wichtigen Projekt arbeitete, das ihm zum Schreiben keine Zeit mehr ließe. Das muss ja ein tolles Projekt sein. Auch ich hatte meine Zweifel, unternahm aber nichts weiter. Wissen Sie, das Leben auf so einem Kloster ist manchmal etwas eigentümlich. Die Männer leben dort in völliger Abgeschiedenheit. Ich hoffte einfach, dass Emilio sich eines Tages wieder bei mir melden würde. Und tat er das? Ja und nein. Er wurde heute hierher gebracht. Er ist hier? Ja. Aber ich hätte ihn beinahe nicht wiedererkannt. Er ist... Was ist mit ihm? Sagen Sie es. Die rechte Hälfte seines Körpers ist völlig verkrüppelt. Dann hat er vorhin so seltsam gestöhnt? Ja, das war er. Hatte er vielleicht einen Schlaganfall? Das glaube ich nicht. Ich schlage vor, Sie sehen ihn sich selbst an. In Ordnung, wo ist er? Hier, direkt nebenan. Aber bitte erschrecken Sie nicht. Sein Anblick ist ziemlich furchteinflößend. Keine Sorge, ich bin einiges gewohnt. Allmächtiger. Pfarrer Hanworth hatte recht. Der Mann sah schrecklich aus. Die rechte Hälfte seines Gesichts bestand aus einer zusammengedrückten, verschrumpelten Masse. Das Auge hing lose wie eine gläserne Murmel in der verformten Höhle. Und dort, wo bei einem normalen Menschen die Lippen waren, klaffte ein Loch, aus dem ein dünner Speichelfaden rann. Im krassen Gegensatz zu diesen Missbildungen sah seine linke Gesichtshälfte normal aus. Doch sein gesundes Auge blickte gequält ins Leere. Der Mann musste unter furchtbaren Schmerzen leiden. Betroffen blickte ich zu Pfarrer Hanworth. Was um alles in der Welt ist mit ihm geschehen? Ich weiß es nicht. Der Mann, der ihn herbrachte, hatte es sehr eilig. Er sagte mir nur, dass Emilio vom Kloster geflohen sei. Hatte dieser Mann einen Namen? Ja, Moment. Es war ein spanischer Name. Juan. Juan Ortega. Und hat dieser Juan erzählt, wie Pater Emilio mit solchen Entstellungen aus dem Kloster fliehen konnte? Nein, er hatte...
Eva. Haben Sie das gehört? Ja, Emilio stammelt dieses Wort schon den ganzen Tag. Ist er ansprechbar? Manchmal. Versuchen Sie es. Hallo? Pater Emilio? Können Sie mich hören? Sie kommen. Pater Emilio? Ja. Was ist im Kloster geschehen, Pater? Das Kloster vom Bösen besessen. Das Tor ist offen. Das Böse kommt. Eva! Eva! Wissen Sie, wovon er redet? Nein. Pater Emilio, was heißt Eva? Die Apokalypse. Dein Ende, Sohn des Lichts. Es steht im Buch. Was für ein Buch? Der schwarze Tod hat es. Eva. Was denken Sie, Mr. Sinclair? Fantasiert er? Ich fürchte nein. Er hat einige Dinge erwähnt, die Außenstehende unmöglich wissen können. Dann hat das alles etwas zu bedeuten? Mit Sicherheit. Es war gut, dass Sie mich gerufen haben, Vater. Ich muss auf jeden Fall... Mr. Sinclair, haben Sie sich verletzt? Nein, es geht schon. Wo ist er hin? Nach draußen. Ich glaube, er ist in den Wald gelaufen. Ich muss ihm nach. Aber Mr. Sinclair, das ist doch bestimmt gefährlich. Ich rannte aus dem Haus, direkt in den angrenzenden Forst. Aber der Mond spendete kaum Licht und in der Finsternis konnte ich Pater Emilio nicht sehen. Nach wenigen Sekunden hielt ich inne und blickte angespannt in die Dunkelheit. Pater Emilio, wo sind Sie? Pater Emilio! Etwa 30 Yards vor mir sah ich undeutlich eine Gestalt zwischen den Bäumen umherschleichen. Ich hoffte, dass meine Augen mir keinen Streich spielten und lief vorsichtig auf den Schatten zu. Pater Emilio, sind Sie das? Die Gestalt schlurfte orientierungslos von einem Baum zum nächsten. Ich beschleunigte meinen Schritt, versuchte, den Pater einzuholen, als plötzlich dichter Nebel aus dem Nichts zu kommen schien. Ein unheimliches, rot-gelbes Licht strahlte aus der Wolke, als würde in ihrem Inneren Feuer lodern. Nun konnte ich den Pater ganz deutlich erkennen. Er starrte angsterfüllt auf den Nebel, stolperte rückwärts. In seinem Blick spiegelte sich nackte Todesangst. Und dann ging alles rasend schnell. Eine schreckliche Gestalt tauchte plötzlich aus der Wolke auf. Es war ein Reiter. Ein gigantischer, dunkler Reiter auf einem pechschwarzen Pferd, das auf einem Teppich aus Feuer auf den...